Also mein Name ist Ben Redlings. Ich erzähle Geschichten momentan vorzugsweise im Bereich Fußball. Ich gehe schon immer sehr, sehr gerne zum Fußball, sogar seit dem 5. Lebensjahr. Und dann habe ich irgendwann fertig studiert gehabt, das erste Staatsexamen. Als Lehrer wollte ich dann, nachdem ich ein Jahr lang das in Amsterdam an einer Schule gemacht habe, dann doch nicht enden. Und fand das aber immer klasse, vor Leute zu treten und auch Geschichten zu erzählen. Was? Ich habe tatsächlich große Ambitionen auch gehabt, Profifußballer zu werden. Und dann sind wir irgendwann alle auch mal zu einem Probetraining bei meinem Verein, wo ich in der Ostkurve stehe, hingegangen zum VfL Bochum. Ich erinnere mich daran, dass wir ein Abschlussding, das war ein Elfmeterschießen. Ich habe den Elfmeter daneben gesetzt, bin heulend vom Platz gerannt und damit war meine Karriere beim VfL Bochum eher beendet, als dass sie begonnen hatte. Ich habe mich dann auf das aktive Fansein konzentriert und das zelebriere ich aber heute noch und gerne. Mann! Tatsächlich sehr, sehr schön, dass die Gags mir von den Leuten selber zum großen Teil geschrieben werden. Das heißt, die Fußballer produzieren haufenweise erstmal wunderbare Sprüche. Durch die Bank gibt es da eine Menge zu erzählen und dann auch wahnsinnige Anekdoten. Und wenn man mit denen dann auch noch zusammen, wie ich, seit vielen Jahren gemeinsame Abende macht, dann hat man eigentlich immer genug Stoff für weitere Bücher und man hat vor allen Dingen auch sehr, sehr viel Spaß im Leben. Einer meiner Lieblingssprüche von Willi Entenlipsen auf dem Platz mit Walter Eschweiler, dem Schiedsrichter, war übrigens, Willi hat den Ball am Fuß, läuft dem Walter Eschweiler, dem Schiedsrichter, her und ruft Walter Eschweiler zu Willi Lippens rüber: Wilhelm, ich glaube, deine Frau betrügt uns. Das ist ein Satz, den muss man sacken lassen. Aber wenn man sich das vorstellt, in den 70 Jahren live bei einem Bundesligaspiel, dann kann man sich vorstellen, was der Unterschied von damals zu heute ist. Die haben, glaube ich, auch mehr Spaß gehabt. Miteinander, untereinander und auch mit den Zuschauern. Eins meiner, in Anführungsstrichen, Hauptprobleme, die ich tatsächlich habe, dass der Fußball in den letzten Jahren sehr, sehr clean geworden ist, sehr, sehr weit von den Leuten weggerückt wurde, dass es viel reingewaschen wird und dass dadurch also viel an Natürlichkeit, an auch an Menschlichkeit verloren gegangen ist. Das heißt, die ganzen schönen Sprüche, die früher 1:1 in die Kamera reingesprochen worden sind oder halt den Reportern direkt nach dem Spiel in die Notizblöcke rein diktiert worden sind, die gibt es nicht mehr. Das ist auch etwas, wo ich immer gesagt habe, da habe ich keinen Bock drauf. Wenn ich das haben möchte, dann 1:1. Das heißt, wenn die Jungs bei mir bei den Abenden etwas erzählen, dann haben sie das erzählt, dann auch vor ein paar hundert Zuschauern. Das heißt, da können die auch nicht mehr wieder zurückrudern. Das heißt, das ist dann nah dran. Und ich weiß aber auch, dass die alten Jungs alle sagen, das macht auch viel, viel mehr Spaß. Die Leute wissen zwar, dass ich VfL Bochum-Fan bin, aber ich sage auch ganz offen, die schönsten Geschichten, wenn man im Revier guckt, haben sich auf Schalke oder in Dortmund abgespielt und den FC Bayern München. Wenn man ein Buch, ein Album füllen muss, dann kann man beim FC Bayern München auch sehr, sehr aus dem Vollen schöpfen. Also diese Vereine sind mir alle sehr, sehr nah, weil drüber steht immer sowieso die Fußballleidenschaft. Und da bin ich nicht kleinlich. Außer 90 Minuten, wenn man gegen die spielt, dann kann die auch schon mal ausfallend werden. Aber dann ist man ja in seiner eigenen Kurve, da kann man ja ganz beherzt alles machen, was man machen möchte.